Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, liebe Partnerinnen und Partner, Auftragnehmer, Lieferanten, Mieter und Freunde der CMB. Im Namen der CMB Immobilien AG darf ich hiermit Stellung beziehen zur aktuellen Corona-Krise. Zugegebenerweise, sehr geehrte Damen und Herren, hat es auch bei uns im Unternehmen seine Zeit gedauert, bis wir verstanden haben, dass es sich bei dieser Krise nicht um uns handelt, sondern um andere. Es hat eine Zeit gedauert, bis wir verstanden haben, dass wir andere Leben schützen können und schützen müssen. Und es hat seine Zeit gedauert, bis wir vor allem verstanden haben, dass wir unsere ältere Generation zu schützen haben. Von diesem Zeitpunkt weg, wo wir das verstanden haben, haben wir diese Maßnahmen der Regierung nicht nur mitgetragen, sondern haben wir unseren Teil dazu beigetragen und haben vor allem dort, wo es möglich, notwendig und auch umsetzbar ist, auf Homeoffice umgestellt. Wir haben weiters versucht, unsere sozialen Kontakte zu reduzieren und wir haben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert und sie angehalten, Themen und Maßnahmen der Bundesregierung auch privat umzusetzen, um dieses Virus in den Griff zu bekommen, um diese Krise in den Griff zu bekommen. Wie werden wir in weiterer Folge mit diesem Thema umgehen? Zunächst einmal sei gesagt, dass wir für Sie, sehr geehrte Damen und Herren, weiterhin erreichbar sein werden. Via Telefon erreichbar sein werden, via Mail erreichbar sein werden, digital erreichbar sind oder auch mittels Skype-Konferenz jederzeit für Sie da sind. Was können Sie von uns in den nächsten Wochen und Monaten erwarten, meine Damen und Herren? Wir werden weiterhin den Maßnahmen der Bundesregierung Folge leisten. Wir werden weiterhin versuchen, unseren Teil dazu beizutragen. Und sobald wir das Thema gesundheitlich in den Griff bekommen haben, können Sie in der gewohnten Art und Manier davon ausgehen, dass Sie sich auf uns verlassen können. Wir haben uns vorbereitet auf eine Krise und wir werden in gewohnter Art und Weise für Sie da sein. Worüber ich Sie noch informieren möchte, ist ein paar positive Dinge in so einer negativen Krisenstimmung. Wir haben uns Gedanken gemacht darüber und viel beobachtet und analysiert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass es sehr wohl auch ein paar positive Dinge aus dieser Krise gibt. Allen voran sei gesagt, dass die österreichische Bundesregierung rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz einen hervorragenden Job leistet. Ebenfalls positiv zu erwähnen sei, dass wir uns darüber freuen zu sehen, dass es immer noch jede Menge an Solidarität gibt. Dass in schwierigen Zeiten Menschen einander helfen, zusammengreifen, an einem Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen. Und dass vielleicht diese alltäglichen Probleme, die uns normalerweise so zu schaffen machen, total in den Hintergrund rücken, weil wir draufkommen, dass wir uns eigentlich nur wegen Schwachsinnigkeiten und Kleinigkeiten streiten. Und ebenfalls schön zu beobachten ist, dass wir offensichtlich so weit gekommen sind, dass Gesundheit tatsächlich unsere Nummer 1 ist. Dass die Menschheit so weit gereift ist und dass wir in Ländern leben dürfen, wo dieses Thema tatsächlich zur Priorität Nummer 1 gemacht wird und sich erst eben in zweiter Folge über die wirtschaftlichen Folgen unterhalten wird. Abschließend darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, das Allerbeste im Namen der CMB wünschen. Bleiben Sie gesund, halten Sie Ihre Familien gesund, tragen Sie Ihren Teil dazu bei und ich darf Ihnen sagen, wir freuen uns auf nichts mehr, als wenn wir diese Krise geschafft haben und wir Sie persönlich wieder bei uns begrüßen dürfen und Ihnen die Hand schütteln dürfen. Vielen Dank. Dankeschön.